Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Heal Fakti News HD Folge und ja, wieder mal eure Sendung auf YouTube mit den neuesten Transfer-News, Transfergerüchten und allgemeinem Talk rund um den Fußball. Und ja, jetzt mal ein Transfer, der schon feststeht seit einigen Tagen, aber wie gesagt, ich hatte wenig Zeit aufzunehmen, Klammer auf, gar keine. Und deswegen bringe ich es jetzt noch. Finde ich sehr interessant eigentlich, weil ich den Mann eigentlich auch mag und eigentlich ist fehl am Platz, weil eigentlich sollte man eigentlich immer weglassen. Und zwar, Kuhn Castells ist ja zum VfL Wolfsburg gewechselt und Wolfsburg hat ihn direkt weiterverliehen nach Bremen und könnte dort halt ab dem 18. Spieltag für Bremen spielen. Ja, wie gesagt, Castells hatte man bei Wolfsburg verpflichtet, um Diego Benaglio ab der kommenden Saison Druck zu machen, damit man noch mehr Druck ausüben kann, er noch bessere Leistungen ausübt als diese Saison, wobei die Saison schon richtig, richtig gut ist, sehr solider Mann. Man hat ja eigentlich gedacht, Wolfsburg angelt sich den guten, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch, den guten von Frankfurt da, den Trapp. Genau, der Trapp hatte ich ja extra in den News zugebracht, aber scheinbar wollte man eine billigere Lösung und hat deswegen Kuhn Castells genommen. Von Kuhn Castells gab es ein Interview und da hat er gesagt, ich wollte halt einen Schritt nach vorne gehen und Wolfsburg ist schon einen Schritt über Hoffenheim, hat er recht, Wolfsburg ist schon ein bisschen länger in der Bundesliga und nicht gerade auch finanzschwach und von daher sollte der Transfer, denke ich, klar gehen. Erstmal bei Bremen soll er Spielpraxis sammeln, wobei ich bei Bremen sagen muss, die haben Strebinger, Husic und Raphael Wolf. Das sind für mich drei Keeper, die sind alle auf einem Level. Und ob Castells sich da durchsetzen will, ich weiß nicht. Kann sein, dass Wolfsburg gesagt hat, der geht nur zu euch, wenn er wirklich spielt. Warum Bremen unbedingt einen neuen Torhüter brauchte, weiß ich nicht. Strebinger ist eigentlich sehr solide, wenn man ihm mal die Chance geben würde. Raphael Wolf hat zwar auch seine Aussätze gehabt, aber gut, die hat jeder Torhüter. Die würde auch Benaglio haben, die würde Castells haben, die hat sogar Neuer. Also ich verstehe das Problem nicht, was Bremen da hat, aber gut. Ich denke, für alle Seiten ein guter Transfer. Hoffenheim kriegt noch ein bisschen Geld, braucht Castells ja eh nicht. Castells hat vielleicht eine Chance, sich wieder ein bisschen ins richtige Licht zu rücken. Bremen hat dadurch jetzt einen Torwart, den sie haben wollten. Und Wolfsburg hat für nächste Saison einen Torwart, der diese Saison wahrscheinlich schon mal Spielpraxis sammeln wird. Also ein absolut runder Transfer. Ich bin auch so mal gespannt.